Liebe Freunde, hier während der Berlinale mit den Shortcuts wollen wir nicht nur bekannte Gesichter durch die Gegend fahren, sondern haben auch ein kleines Preisausschreiben ausgelobt. Und der Thoralf hat es gewonnen, nicht nur, dass wir ihn dahin kutschieren, wo auch immer er hin will und ihn da abholen, sondern dass er nachher auch mal selber hier mit unserem schicken Gefährt Probe fahren darf. Und wir sind gerade hier, um ihn abzuholen. Da ist er auch schon. Warte, ich mache mal die Tür auf. Thoralf, hereinspaziert. Komm rein. So. Herrlich, willkommen. Schön, dass du da bist. Ja, komm rein. Noch Tür zu? Straßenverkehrsordnungsstyle. So, sag mal, du hast es ja gewonnen, dass wir dich jetzt hier durch die Gegend kutschieren. Ja. Und dass du selber nachher auch nochmal Probe fahren darfst. Oh. Bist du so ein Autonarr? Ich glaube schon. Als erster in unserer Familie mit Führerschein ist das wahrscheinlich so. Ich bin in meiner Familie der Letzte, ich habe nämlich noch gar keinen. Ich würde dir gerne Stunden geben, aber ich kenne zwei Fahrlehrer, wenn dir das weiterhilft. Ah ja, sehr gut, da komme ich auf dich zurück. Da komme ich auf dich zurück. Die sind auch sehr musikalisch, also da habt ihr dann eine Affinität wahrscheinlich auch gemeinschaftlich. Sehr gut, da können wir gleichzeitig noch jammen, während wir mit dem Auto durch die Gegend fahren. Ganz genau. Bist du auch hier so Berlinale-mäßig unterwegs? Guckst du dir da irgendwas an? Also ich bin jetzt nicht so der Fan, der dort sich stundenlang anstellt und sich die Karten besorgt. Ich verfolge das so am Rande, ne? Und ich bin da nicht so der Cineast. Ich gehe gerne ins Kino, aber ich bin jetzt nicht so verrückt, dass ich dort wirklich mir die Nächte um die Ohren schlage, um dort zu kampieren vor dem Ticket-Counter. Und das finde ich auch immer Irrsinn. Ja, das ist Wahnsinn. Was guckst du denn gerne so für Filme im Kino? Ja, eigentlich so alles. Von Schmonzetten mit meiner Frau zusammen bis James Bond Action, alles was Oh, hast du den letzten Bond gesehen? Skyfall? Der fehlt mir noch. Oh. Ich noch sehen, ja. Ja, der war super. Hier meine Redakteure behaupten alle, der wäre total schlecht gewesen. Du sagst es auch, Andreas, ne? Den habe ich nicht gesehen. Also, aber du sagst es trotzdem. Aus Prinzip. Wahrscheinlich, genau. Ja. Nee, aber ich muss dafür mal Shelter einstecken, aber ich finde, das ist mit der beste Bond aller Zeiten. Ja, also. Von allen Bond-Filmen. Ja. Ich mag auch den Daniel Craig sehr gern, muss ich sagen. Er macht schon so eine harte Note da drin. Absolut, das finde ich, find ich sehr kompromisslos und so. Das gefällt mir gut eigentlich. Sehr gut. Was, sag mal, bist du denn, hast du schon viele Autos gefahren in deinem Leben? Ja, so einige. Meistens natürlich Mazda, aber auch anderes. Ja. Bist aber immer wieder zu Mazda zurückgekommen. Ja, also eigentlich bin ich dann erst zu Mazda gekommen. Ich habe mal angefangen als kleiner Ostdeutscher mit dem Wartburg, wie sich das gehört. Und aber musst du da dann nicht 100 Jahre drauf warten oder so, sagt man ja immer? Nach der Wende nicht mehr. Ah ja, stimmt. Danach ging es wahrscheinlich ein bisschen schneller. Das kann ich mir vorstellen. Ja, und dann ist eigentlich seit 20 Jahren jetzt, dass ich Mazda fahre. Ja. Aber ich habe auch wieder einen Wartburg. Sehr so, das gut. Vorfahren. Als Liebhaberobjekt. Genau. Sehr schön. Ja, das ist so eins meiner Hobbys, ja. Autos. Ist das, machst du dann auch so Samstagnachmittag zur Entspannung, ein bisschen Schrauben und so? Die Kleinigkeiten. Hm. Die richtigen Sachen lasse ich dann auch lieber machen, da bin ich dann auch zu träge. Aber so Treffen und so weiter, das gönne ich mir dann ja, auch wirklich? So. Ja, ja. Cool. Wo die alle ihre Autos präsentieren. Ja, das gibt es immer einmal im Jahr, das große Treffen in Eisenach. Dort, wo da mal gebaut wurde, der Wartburg. An der Wartburg. Da treffen sich dann so genau unter der Wartburg sein. Und die 500 bis 700 Autos jedes Jahr. Das ist genial aus aller Herren Länder. Eine tolle Sache. Sehr schön. Wir halten jetzt mal hier vorne irgendwo kurz an, wenn der Andreas es schafft, damit du auch mal kurz Probe fahren kannst, Thoralf. Das Fahrgefühl unseres Wagens austesten zu können. Eine großartige Idee. Super. Sehr gut. Ich kann einfach hier sitzen. Ich bin Miss Daisy-mäßig unterwegs. Dann steig aus. So. Dann fahren wir mal ein bisschen Probe, wa? Das machen wir, Nils. Mal schauen, was der Mazda kann. Ja. Kannst ruhig alles rausholen. Dafür sind wir da. Fahr einfach mal ein bisschen Autobahn, ne? Alles klar. Können wir mal so ein bisschen Stoff geben. Ich meine, wir sind jetzt noch nicht lange unterwegs, aber wie ist denn bisher das Fahrgefühl? Sehr sportlich. Ein kerniges Motorengeräusch, wie man es gerne hat bei Mazda. Straffes Fahrwerk, der fährt sich ganz hervorragend. Schnurrt wie ein Kätzchen. Ja. Das ist aber ein gewisser Unterschied zu einem Wartburg ist, glaube ich, schon zu spüren. Ja, auf jeden Fall können wir uns unterhalten während der Fahrt, was im Wartburg ein wenig undenkbar wäre. Ja, stimmt. Und der Lautstärke. Ohne Megafon.
Hast du denn jetzt auch schon, also hier, ich meine, es sind ja hier diese ganzen Features wie so Rückfahrkamera und sowas und diese Start... Stoppautomatik. Start-Stoppautomatik und sowas alles. Wie viel, sind das für dich eher Spielereien oder sagst du, ja, macht Sinn? Habe ich bisher nicht in meinem Auto, aber eigentlich, es macht das Ganze sicherer und einfacher irgendwo, ja. Ne? Schon, finde ich schon. Wäre das denn hier ein Wagen für dich, den du auch privat fahren würdest? Für meine nächste schöne Urlaubsreise nach Schweden könnte ich mir so ein gediegenes Modell dann doch schon gut vorstellen, ja. Na. Für so eine lange Strecke, wenn man doch viele Stunden unterwegs ist, ist das... Sehr kuschelig hier drin, muss ich sagen. Sehr angenehm, das ja. Ja, und das Schöne ist, ne, man steigt in einen Mazda ein und fährt den gleich. Mal abgesehen davon, dass die Schaltung ein bisschen anders ist, aber ansonsten ist so, Schalter und Knöpfchen sind meist an der gleichen Stelle bei allen Modellen. Und ja. So, dass man sich nicht neu eingewöhnen muss extra. Und du fährst immer nach Schweden in Urlaub, oder? Nein, nicht immer, nein. Also alle paar Jahre mal. Ah, ja. Und dann immer mit dem Auto? Dieses Jahr, ja. Dieses Jahr ist es dann mal wieder soweit. Verreist du lieber mit dem Auto oder? Also nö, das ist nicht festgelegt. Okay, okay. Aber es ist da natürlich viel praktischer, weil es jetzt nicht so weit ist nach Schweden. Eben. Ja. So, Thoralf, hier wohnst du irgendwo in der Ecke, wa? Ja, wir sind vor meinem Haus angelangt. Sehr schön. Du, dann danke ich dir, dass du dich nach Hause gefahren hast. Hat es dir denn ein bisschen gefallen? Gefällt dir das Auto? Das ist ein wunderschönes Auto und ihr habt mir den Tag echt gerettet damit. Das war na, das freut uns natürlich. Ein schönes Erlebnis zum Feierabend. Das freut uns zu hören. Sehr schön. Ich gebe dir mal die Hand hier über die Kamera. Vielen Dank, dass du dabei warst. Gerne. Grüße an deine Frau. Viel Spaß im Schwedenurlaub. Dankeschön. Nächstes Jahr geht es dann auf Kreuzfahrt wahrscheinlich. Ne? Ihr wechselt euch immer ab. Ja, genau, so machen wir. Nächstes Jahr Halligalli. Na, da alles Gute. Viel Spaß damit. Ja, danke schön. Auf bald. Tschüss, Nils. Danke. Tschüss, Dora. Da geht er dahin. Ein glücklicher Mazda-Kunde.